Ein Roboter, der sich verhält wie ein Mensch, oder ein Computer, der in kürzester Zeit komplexe Probleme der Quantenmechanik lösen kann. Diese neuesten Entwicklungen bieten in diesem Jahr viel Gesprächsstoff auf dem Weltmarktführer Innovation Day in Erlangen. Das Thema Nummer eins aber die künstliche Intelligenz. Zum einen setzen wir KI natürlich in unserem Unternehmen ein, um unsere Produkte zu bauen. Aber beispielsweise auch wenn wir irgendwie Texte oder so formulieren, nutzen wir natürlich auch ChatGPT. Bei uns im Unternehmen spielt es zunehmend eine Rolle. Und zwar beschäftigen wir uns mit Materialforschung, also das heißt Entwicklung neuer Materialien. Und da wird KI eine große Rolle in der Zukunft spielen, wenn es darum geht, Experimente zu simulieren. Im täglichen Alltag eigentlich im Moment noch weniger. Aber ich finde sehr gut, man kann es unterstützend verwenden. Also KI kann eigentlich nie, ich denke auch in Zukunft nicht, wirklich den Menschen ersetzen. In den meisten Unternehmen gehört die Nutzung von KI also bereits zum Alltag, aber noch nicht bei allen. Welche Möglichkeiten diese Technologie bieten kann, das erfahren die Gäste in verschiedenen Panel-Talks, wie zum Beispiel von Jan Götz. Als einer der ersten Europäer hat er den Quantencomputer mitproduziert. Wir sehen ja, was jetzt mittlerweile an Machine Learning und an Large Language Models alles entwickelt wird. Und ich denke, wir werden weitere solche Schritte auch in der Zukunft sehen. Natürlich viele auch dann durch Quantencomputer ermöglicht. Und ich glaube, das ist das Spannende daran, wenn wir es schaffen, natürlich die zum Wohle der Menschheit einzusetzen. Und ich glaube, das ist natürlich noch eine große Challenge, dass wir uns alle damit beschäftigen, auch wie schaffen wir es, diese Technologiefortschritte so dann zu verwenden, dass wir als Menschen davon profitieren und auch ein bisschen die Angst in der Gesellschaft vielleicht zu lösen. Das ist auch das Ziel der FAU. Mittlerweile nutzen 60 von 600 Lehrstühle KI in der Forschung. Siegfried Balleis hofft, dass sich die Bereiche noch ausweiten werden. Auch an weiteren Technologien der Zukunft wird bereits aktiv geforscht. Wir haben eine tolle Forschung bei uns an der FAU, nämlich die sogenannte folienbasierte Photovoltaik. Wie muss man sich das vorstellen? Sie haben eine Fassade, nehmen Sie das Rathaus von Erlangen, mit einer riesengroßen Metallfassade, auf die Sie diese Folie aufbringen, und mit dieser Folie können Sie Strom erzeugen. Also da sind wirklich spannende Entwicklungen bei uns an der Friedrich-Alexander-Universität. Solarenergie, ein Thema, das vielleicht im nächsten Jahr auf dem Weltmarktführer Innovation Day neben KI und Quantentechnik eine große Rolle spielen und das Gesprächsthema werden wird.